Ja, hallo, ich bin Volker Kolacek und ich esse gerne gut und gesund. Und ich habe deshalb eine Ausbildung in der Europäischen Akademie für Ayurveda Rosenberg in Pirstein absolviert. Ich möchte mit euch heute ein kleines, feines Gericht zusammen herstellen. Ein Mungbohnencreme mit Tachin. Mungbohnen und Tachin, eine Sesampaste, die sehr gut kombiniert, sehr hilfreich ist, unser Immunsystem zu unterstützen. So, der erste Schritt in der ayurvedischen Küche ist immer, dass man mit Ghee bestenfalls die Gewürze anröstet, um die Verdaulichkeit zu erhöhen. Ghee wird hergestellt aus normaler Sauer- oder Süßrahmbutter und wird durch Erhitzen die Wasseranteile und die Eiweißanteile entfernt. Ghee ist ein sehr hochwertiges Fett, mit dem sehr gut angebraten werden kann, aber auch für entsprechende Konstitutionen die Verdauung angeregt wird. Wenn das Ghee anfängt zu duften, hat es die Temperatur, dass wir die Gewürze reingeben können. Es gibt auch schon gemahlene Gewürze, aber die Frische bleibt eher erhalten, wenn man Samen oder die ungemahlene Form verwendet. Ah, das erste Highlight beim Kochen, der Geruch der Gewürze. So, jetzt kommt mein Trick. Mit dem Pinsel aus dem Mörser in den Topf. Wenn ich ohne Pinsel arbeite, dann bleibt oftmals die Hälfte von allem im Mörser. Und so bekommt alles raus. Man sieht, fängt langsam an sich zu bewegen. Und hier auch wieder nicht zu lange, dass die Gewürze nicht verbrennen, sondern wenn sie anfangen zu duften, und das haben wir jetzt noch nicht mal eine Minute, ist das im Prinzip schon soweit. So, der nächste Schritt, Kurkuma-Wurzel. Kurkuma, sehr gesundes Gewürz, das es in Pulverform gibt oder auch in Wurzelform, kleingeschnitten, zu den Gewürzen rein. Und auch jetzt erst das Chili bzw. die Peperoni. Peperoni oder Chili brennt relativ schnell an, deshalb vorsichtig immer erst ein bisschen später mit rein in den Topf. So, als nächstes nehmen wir die kleingeschnittenen Zwiebeln und Knoblauch dazu. Jetzt kommt unser Hauptanteil. Die Mungbohnen, genauso können rote Linsen genommen werden oder Urittal. Die Mungbohnen werden mindestens einen Tag vorher eingelegt, weil sie noch die Hülsen haben. Und dann mit Ingwerwasser abgießen, gut bedeckt halten, am besten noch einen Deckel drauf und dann weich kochen. Petersiliewurzeln können wir entweder vorher schon kurz mit anbraten, mit den Zwiebeln und Knoblauch, oder wir geben sie danach rein. Ich mache es lieber ein bisschen danach, dann bleiben sie noch bissfest. Wenn Hülsenfrüchte gekocht werden, nicht umrühren. Wenn die Schale zerstört wird, entweicht Eiweiß und das Eiweiß brennt am Boden, am Topf an. Deshalb nur kochen lassen, kontrollieren, ob genug Wasser drin ist, aber nicht anfangen zu rühren. Jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Riechen tut schon mal gut. Ja, fühlt sich gut an. Ja, prima. Die Bohnen kommen in den Mixer, werden dort mit den getrockneten Tomaten und dem Joghurt klein gemixt. Getrocknete Tomaten bringen so ein bisschen einen säuerlichen Aspekt mit rein, ein bisschen etwas Mediterranes. Und der Joghurt macht das Ganze noch ein bisschen leichter und von der Konsistenz so, dass wir es dann später als Aufstrich verwenden können. Ganz wichtig in der ayurvedischen Küche, frische Kräuter verwenden. Wir nehmen heute Bärlauch. Je nach Geschmack kann man ein bisschen Koriander frischen reinmachen, mag nicht jeder. Meine Frau mag es nicht, deshalb mache ich nur ganz wenig rein.
Und Basilikum. Basilikum, mein Lieblingspflanze. Jetzt kommt das Ganze hier in die Schüssel rein. Ein bisschen was für das Auge, dass es auch schön aussieht. Wird die Kräuter nochmal darüber dekoriert. Fertig ist unsere erste Mung-Bohnen-Tahin-Creme. Lasst es euch schmecken.